Herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, wir haben auf dem ersten Planeten, doch, deswegen habe ich mich gewundert, 3 Bulls. Ich habe nämlich überlegt, da wo dieser Fluss lang geht, wegen dem Preis des Urholz rein. Da wo dieser Fluss lang geht, da ist ja diese Strömung, da gibt es nämlich nur einen. Da war ich mir ganz sicher, dass da nur einen gibt. Und wir müssen jetzt darüber oder kommen wir anders rüber? Ja, und mir ist auch eingefallen, wo der eine ist. Den können wir auch gleich dann noch holen. Ah, ich glaube, wir müssen hier rauf. Teleportstation. So. Ja, ich glaube, auf diesem Planeten ist auch gar nicht mehr. Bis auf die eine Stelle, wo wir nicht hingekommen sind. Aber hier gibt es auch noch Infobot. Kann man ja hier gar nicht gucken, ne. Ja, dann fliegen wir mal auf den ersten Planeten nochmal zurück. Weil ich will das jetzt lieber schnell machen, nicht dass ich das... Ich weiß, dass wir später sowieso nochmal auf den ersten Planeten müssen. Aber... nicht, dass wir das vergessen. So, wie konnte ich denn jetzt nochmal... Ach so, ja. Hier gab es 4. Einen haben wir gefunden. Preis zum Agenten bringen. Schwunghaken. Ach, dann werden da vielleicht noch 3 sein. Genau, dann fliegen wir hier nochmal schnell zurück. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Könnt ihr vorspulen, aber wenn ihr wissen wollt, wo der ist, dann... müsst ihr dranbleiben. Der ist auch nicht weit entfernt. Ah, da müssen wir bloß hier. Ja, und die Bulls sind jetzt natürlich auch alle wieder da. So kann man natürlich auch richtig viele Bulls machen. Einfach immer wieder die leichten Welten immer wieder durchspielen. So, wir müssen jetzt nur hier. Hier. Der ist gleich hier vorne. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Ich hatte ja gesagt hier, da hatte ich schon so einen kleinen Wink. Ist da oben nicht noch was? Ja, da oben ist was. Aber... man muss hier. Hier hoch. Und da ist er. So, jetzt können wir nämlich hier auch schon wieder zurück. Nehmen wir die noch mit. Gehen wir hier wieder zurück. Mehr brauchen wir hier nicht. So. Das war's schon. Hat ja gar nicht lange gedauert. So, weil ich bin mir sicher, dass ich ihn dann vergesse, wenn wir nachher... dann würde ich da direkt nur da hinten hingehen. So, na ich denke mal... nicht, dass mir das auch wieder erst später einfällt. Aber jetzt fliegen wir erstmal hier hin. Hier gibt es 3 Bulls. Soll das Hoverboard drin sein?
Weil muss ja, sonst können wir ja bei dem anderen ja nicht weiter. Okay. Gibt's bestimmt auch noch eine neue Waffe wieder. Ja, da haben wir schon das Geschäft. Gucken wir mal. Ja, hier gibt's eine neue Waffe. Diese hier. Die können wir uns auch gleich leisten. Kaufen. Nein. Kaufen mal die Munition voll. Eine schöne. Die ist voll. Hier fehlen noch ein paar. Okay, jetzt sind sie alle voll. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Ui. Ja, das weiß ich. Das musst du mir nicht sagen. Und hier konnte man die Laternen auch platt machen. Ja, zu denen da gehen wir jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal die andere Seite. Ich überlege. War hier nicht noch irgendwas? Roboter kannst du für dich behalten. Den Roboterhund. Oh, er schießt mit Raketen. Das ist aber nicht nett, mein Freund. Nicht nett von dir. Da hätten wir uns gar nicht kaufen brauchen, die Munition. Aber naja, man findet ja auch genug Munition eigentlich. Und hier haben wir noch zwei Laternen vergessen. Ja, glaubt mir, wenn er das alles mitnimmt, also das lohnt sich schon. Das ist zwar jetzt nicht so viel, aber das macht sich schon bemerkbar, weil die Masse macht's. Ja, das sind zwar nicht viele Bulls. Aber um nachher hier keine Kaufprobleme zu haben, ist es immer besser. Aber wir erledigen den erstmal, bevor wir das machen. Der rennt natürlich jetzt erstmal weg. Ach, das ist die. Kannst du mit dem Blaster ziehen? Prima. Und der Blaster ist schon was Feines. Jetzt müssen wir aber noch mal hier zurück. So. Hier. Ich gucke mal, ob man da jetzt hoch konnte. Ich weiß es gar nicht. Ne. Da kommen wir aber noch mal hin. Irgendwann nicht da war. Irgendwas war da auch noch. Aber kommen wir später erst. So. Moment mal. War hier nicht unter mir? Aber da bräuchten wir auch. Ne, da fuhren nur die Autos durch. Ja. Naja, lass ihn erstmal runterrennen. Ist egal. Nimm erstmal hier alles mit. Munition.
Blaster-Munition, jawohl. So. Was ist das für einer da? Da schießt noch ein anderer mit Raketen auf mich. Wie unfreundlich. Aber das werden wir gleich austreiben. Kann man hier noch was kaputt machen? Tatsächlich. So. Hier können wir ja mal. Machen wir die auch gleich. So eine Erinnerung, dass man hier irgendwo runterspringen konnte. Das dann hier unten. Das war hier wahrscheinlich noch nicht. Nee, da auch nicht. Ja, Bolts gibt es hier schon wirklich schön viele. Ratchet, das ist der Mann aus dem Infobot. Weißt du noch? Vielleicht kriegen wir ja hier diese... Hey, Sie sind dieser Robotertyp, stimmt's? Nein, eigentlich baue ich Roboter. Ich selbst bin kein Robotertyp. Nicht wirklich. Idiot. Ich mag ihn. Wo wir das nun geklärt haben, was kann ich für euch tun? Tja, wir haben Ihre Infobot-Werbung gesehen. Sie waren bei Captain Quark. Und wir suchen Captain Quark und dachten, Sie könnten uns helfen. Eure Logik ist bestechend, aber ich habe Captain Quark seit dem Dreh nicht mehr gesehen. Sag mal, läufst du mit Standard XP-18 Sisterboards? Version 7.66. Na super, dann kann ich vielleicht doch noch helfen. Was hältst du von einem Helipack-Upgrade? Upgrade? Klaro, da er ein 766 ist, kann ich den kleinen Kerl in null Komma nichts zum Schweben bringen. Ihr müsstet natürlich die Arbeitszeit bezahlen. Ja, ja, die Arbeitszeit. Aber 1000, das geht okay, ja noch. Hey, das wird gar nicht wehtun. Hey, warte. So können wir jetzt etwas höher springen, dadurch. Bin ich jetzt cool? Klar, du bist voll locker, Clank. Gern geschehen. Das ist prima. Moment mal, geht noch gar nicht. Achso, wir müssen hier erstmal. Versuche diese Kisten mit dem Turbosprung deines Helipacks zu erklimmen. Drücke die R1-Taste, um dich zu drücken und springe aus der Hocke. Okay, warte mal. Dann würde ich auch gern... Ja, hier ist jetzt ein Taxi. Ich würde aber gern nochmal da zurück, um einmal diese Munition noch mitzunehmen. Und diese Lampe kaputt zu machen. Aber eigentlich viel mehr um... Wisst ihr, wo ich gesagt habe, da kam ich noch nicht hoch. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt da hochkommen, da drüben. Kann natürlich sein, dass da gar nichts ist, aber... Nur, dass man da gar nicht hin soll. Aber ich würde es gern überprüfen. Doch, da ist was. Hier jetzt nicht. Hier haben wir schon mal massivweise Lampen und da hinten stehen auch noch Kisten. Also hat sich es auf jeden Fall gelohnt, nochmal zurückzugehen. Auch wenn jetzt hier kein Goldbult ist, aber immerhin normale Bults. So, hier ging es jetzt nicht irgendwo hin. Ne, ne. Okay. Dann war es das schon. Ah ja, jetzt konnten wir auch ein bisschen schneller vorwärts. Ich habe gerade nur überlegt, wie es nochmal war.
Schalter gesehen. Da oben müssen wir auch noch hin. Also versuchen da hinzukommen. Da gibt es nämlich, glaube ich, entweder gab es da auch ein Goldpult oder irgendwas war da bei der Figur. Das weiß ich noch. So, Munition scheint mal aber voll zu sein. Ja. Okay. Um diesen Abgrund zu überqueren, musst du die Weitsprungfunktion deines neuen Helipacks benutzen. Vom wo kam? Gehe beim Anlaufen mit der R1-Taste in die Hocke und springe ab. Ist da auch noch was? Ah, nee, das sieht mir zu. Beim Anlaufen. Ja, so meint er. So. Nein! Halt dich fest! Nein! Ah, sorry. Dann eben nochmal. Versuche diese Kisten mit dem Turbosprung deines Helipacks zu erklimmen. Drücke die R1-Taste, um dich zu ducken und springe aus der Hocke. Um diesen Abgrund zu überqueren, musst du die Weitsprungfunktion deines neuen Helipacks benutzen. Gehe beim Anlaufen mit der R1-Taste. Ich wollte doch eigentlich nur hier auf die Kisten. Ah, hier war eh nur Munition. Aber egal. So, wir müssen da eigentlich auf den Fahrstuhl. Aber ich gucke mich hier nochmal um. Ne, die konnte man nicht kaputt machen. Okay. Da kommt man sicherlich auch nicht rein, da, ne? Oh, ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann aufwärts. So. Probiere mal die Gleitflugfunktion deines neuen Helipacks. Spring hoch, drücke die X-Taste nochmal und halte sie gedrückt, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Ah ja. Tschüsskowski. Ja, man könnte jetzt hier auch alle abballern. Das wäre jetzt aber, die sind eigentlich, die Gegner gehen eigentlich alle noch. Ich bin mal, warte mal, kam ich jetzt von hier aus hier rüber schon? Nee, ich glaube, da musste ich noch höher. Genau, von ganz oben. Oh ja. Hunde. Da ist wieder so einer, der wegrennen will. Der natürlich auch Minen. Der hinterlässt Minen. Wir haben nur noch ein Leben, oh Gott. So, das war, glaube ich, von hier aus. Ja, von hier aus. Ich weiß jetzt nicht, oder ihr kriegt dafür eine Trophäe, wenn er hier hinfliegt. Das war das, glaube ich. Ja. Du hast dir einen Skillpunkt bekommen. Ja, da kriegt er eine Trophäe. Ich glaube, ich hatte sie schon. Okay, dann wieder hier runter. Jetzt bräuchten wir aber langsam mal Leben. Wir machen mal noch ein Stück weiter.
Nein, mach ich denn? So war das. Also lohnt sich schon. Ich gehe nun mal jetzt weiter, dass ich hier vielleicht noch einen Safe Point erwische. Deswegen, dass da oben einer war. Meiner letzte Part ging ja auch fast 25 Minuten, weil ich es vergessen habe, den Schnitt zu machen. Naja, schauen wir mal. Jetzt hat sie zerlegt. Jetzt werden wir gleich sehen, wo der Safe Point ist. Ach, hier. Na gut, dann mach ich hier einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet & Clank. Und vielen Dank fürs Zuschauen.